Mein Name ist Angela Hartig, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Vechta. Ich habe ein Seminar und bilde Lehramtsstudentinnen aus. Und wir haben ein Praxisprojekt jetzt mit diesem Bus, das mobile Kulturlabor. Dieses Busprojekt ist ein didaktisches Vehikel, mit dem die Studierenden den Campus verlassen sollen, die Universität verlassen sollen und pädagogische und didaktische Projekte an außerschulischen Lernorten und an anderen Orten, Institutionen, Kindergärten, Altenheimen, öffentlicher Raum, wo auch immer. Die werden vorher konzipiert und dann vor Ort durchgeführt. Hallo, ich bin Traugott Haas, ich bin Dozent im Fach Designpädagogik hier an der Uni in Vechta und habe das große Glück, hier dieses Busprojekt gemeinsam mit der Kollegin Angela Hartig aus der Germanistik zu betreuen und auch an Land gezogen zu haben. Und in diesem Semester kümmern wir uns hauptsächlich um den weiteren Innenausbau. Ich habe zwei studentische Gruppen. Die eine Gruppe macht das Mobiliar, macht Sitzgelegenheiten, Hocker, Tische und solche Dinge. Und die andere Gruppe macht den Innenausbau im Hinblick auf Werkstattmodule, die gepackt werden können, die mobil sind, die man rein und raus fahren kann. Ja, und zudem fahre ich den Bus. Genau. Ja, mein Name ist Lina Meissner, ich bin Studentin an der Universität Vechta im zweiten Mastersemester. Ich studiere Deutsch und Sachunterricht und bin aktuell im Praxissemester in einer Grundschule in Kloppenburg. Und außerdem bin ich bei Frau Hartig im PJM-Seminar, das ist das Praxisband. Und ich habe jetzt das große Glück, dass ich zum ersten Mal den Bus als außerschulischen Lernort an meiner Schule dann einsetzen darf. Und ich werde vor den Sommerferien mit den Kindern zum Thema Reisen arbeiten und wir werden eigene Postkarten gestalten im Bus.